Auskünfte aus erster Hand gibt nur die Natur selbst. Sie ist also zu befragen, will man nicht zeitlebens am Krückstock von Autoritäten humpelnd lernen. In diesem Video schauen wir uns eine Machine Learning Methode an, die das menschliche Gehirn nachahmt. Neuronale Netzwerke. Im Vergleich zu diversen Abbildungen menschlicher Neuronen sehen diese Netzwerke jedoch stark strukturiert aus. Es gibt immer einen Input-Layer mit einem Neuron pro erklärende Variable. Es gibt immer einen Output-Layer mit einem Neuron pro möglichem Ergebnis der Klassifizierung. Und es gibt einen oder mehrere Hidden Layer mit beliebiger Anzahl an Neuronen. Eine Daumenregel schlägt 2/3 so viele Neuronen wie Input-Neuronen vor. Die Neuronen im Hidden Layer multiplizieren die Inputs bzw. die Outputs des vorherigen Hidden Layers mit Gewichtungen und addieren gegebenenfalls noch einen sogenannten Bias dazu. Erreicht die so gebildete gewichtete Summe x eine gewisse Schwelle, dann feuert das Neuron und gibt eine 1 an die Neuronen des nächsten Hidden Layers oder an die Neuronen des Output Layers heraus. Ansonsten sendet es eine 0. Gibt es keine nächsten Layer, das heißt, sind wir bereits im Output Layer, dann wird anhand der Zustände der Output Neuronen eine Kategorisierung vorgenommen. Wie das bei unseren Klassifizierungsproblemen mit mehreren Kategorien funktioniert? Gar nicht. Ein paar Output-Neuronen melden eine 0, der Rest eine 1. So wird das nichts. Wir ersetzen daher die Neuronen mit sogenannten Sigmoid-Neuronen. Diese haben auch Gewichtungen und Biase auf der Eingangsseite und berechnen daraus eine gewichtete Summe x. Ausgangsseitig geben sie jedoch kein binäres Signal von sich, sondern den Wert einer Funktion an der Stelle des Eingangssignals, f von x. F von x könnte zum Beispiel so aussehen. Für die Kategorisierung bedeutet das, der Output-Neuron mit dem höchsten Eingangssignal gibt die Kategorisierung an. Soweit ist das Ganze noch nicht wirklich intelligent. Denn woher weiß man, welche Gewichtungen und Biase zu guten Ergebnissen führen? Die ersten Gewichte werden tatsächlich willkürlich gewählt. Das Netzwerk klassifiziert mit diesen höchstwahrscheinlich völlig falschen Gewichten den Trainingsdatensatz und schaut sich das Ergebnis an. Dann spielt es an den Gewichten herum, aber nicht zufällig, sondern mit Hilfe des sogenannten Gradient Descent Verfahren. Bei zwei Gewichten kann man sich das Ganze so vorstellen. Meine Performance ist hier, je weiter oben, desto größer der Fehler und desto schlechter. Wenn ich an W1 etwas ändere, passiert Folgendes. Wenn ich an W2 etwas ändere, dagegen Folgendes. Diese Beobachtung kombiniere ich zu einem sogenannten Gradienten und gehe diesen ein Stückchen entlang. Ich ändere die Gewichte also gezielt so, dass mein Fehler kleiner wird. Dann führe ich erneut eine Klassifizierung mit diesen leicht verbesserten Werten durch und berechne wieder die Performance und dann wieder den Gradienten und so weiter. So lange, bis ich mit meinem Fehler zufrieden bin. Die Worte ein Stückchen, leicht verbessert und zufrieden sind bewusst so flapsig gewählt. Denn je nachdem, wie die Schrittweite gewählt wird und wie das Fehlergebirge tatsächlich aussieht, kann ich die optimalen Gewichte verfehlen oder in einem lokalen Minimum landen, von dem aus mir der lokale Gradient irrtümlich bescheinigt, es sei keine Verbesserung mehr möglich. Da ich nur den Pfad kenne, den ich erkundet habe, kann ich diesen Irrtum auch gar nicht so einfach erkennen. Um diese beiden Probleme zu überwinden, gibt es eine ganze Reihe an Techniken und Methoden, die an dieser Stelle allerdings zu weit führen würden. Wir wollen an dieser Stelle zu RStudio wechseln und uns die neuronalen Netzwerke in der Praxis anschauen. Zurück zu unserem altbewährten Skript. Wir laden einige Packages, die gleichen wie immer, und nun zusätzlich das Package Enet. Dieses Package ist für einfache neuronale Netze mit nur einem Hidden Layer gedacht. Es hat nicht so viel Funktionen, Möglichkeiten und eine so gute Performance wie der Platzhirsch Keras, den wir später noch einmal erwähnen werden. Dafür ist Enet aber sehr leicht zu bedienen. Als Datensatz
verwenden wir wieder unsere Variante Nummer 2. Wir entfernen alle Zeilen, für die wir keine Kammerangabe haben, und wandeln den Character-Vektor Kammer in einen Vektor-Vektor um. Anders als bisher belassen wir die Sortierung der Faktoren. Wir könnten sie natürlich mit dem gleichen Befehl richtig anordnen, aber dann würde es später zu einigen Problemen bei der Prediction kommen. Den Datensatz teilen wir in Test- und Trainingsdatensatz auf. 60% der Zeilen werden als Trainingsdatensatz verwendet, die anderen 40% der Zeilen als Testdatensatz. Für das neuronale Netzwerk werden sowohl die erklärenden Variablen als auch die erklärte Variable auf den Bereich von 0 bis 1 normiert. Bei der abhängigen Variable machen wir das durch die folgende Zeile. Bei den erklärenden Variablen wieder wie bei den Support Vector Machines über die folgende Schleife. Sind alle Variablen normiert, können wir ein neuronales Netz erzeugen lassen. Dies machen wir mit dem Befehl init, also eine Funktion mit der gleichen Bezeichnung wie das Package. Als Übergabeparameter geben wir als erstes einen Vektor der erklärenden Variablen, einen Vektor der erklärten Variablen, die Anzahl der Neuronen im Hidden Layer und einige weitere Parameter an. Zu diesen weiteren Parametern gehört zum einen die Angabe softmax gleich true. Diese signalisiert dem neuronalen Netzwerk, dass es sich um ein Klassifizierungsproblem mit mehreren möglichen Ergebniskategorien handelt. Der nächste Parameter erhöht die maximale Anzahl von Gewichten. Hier haben wir ein Hidden Layer mit 25 Neuronen. Jedes Neuron hat 400 Gewichte. Die Anzahl Gewichte, die wir durch Multiplikation von 25 Neuronen mal 400 abhängige Variablen erhalten würden, wäre mit den Standardeinstellungen von Init zu groß. Es würde zu einem Fehler kommen, wir würden kein Ergebnis erhalten. Um diesen Fehler zu unterdrücken, schrauben wir hier also die maximale Anzahl an Gewichten deutlich nach oben. Auch der vorletzte Parameter beschreibt ein Maximum, hier das Maximum an Iterationen. Wie eingangs beschrieben, versucht das neuronale Netzwerk, die Gewichtung über das Gradient Descent Verfahren immer besser und besser zu wählen. In diesem Falle über bis zu 200 Iterationen. Nach dieser Anzahl wird die Optimierung auf jeden Fall abgebrochen, auch wenn das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist. Der letzte Parameter, Decay, bremst die Anpassung des Netzwerks auf den Trainingsdatensatz und verhindert somit Overfitting. Mit Vorsicht wird der Parameter zu groß gewählt, dann lernt das Netzwerk nicht mehr effizient, was dann natürlich auch wieder zu einer schlechten Out-of-Sample-Performance führt. Wer genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass die gewählte Größe des Hidden Layers eigentlich viel zu klein ist. 25 ist weit weniger als 2/3 der Input-Neuronen. Ein angemessener Wert wäre zum Beispiel 300 oder 250. Damit die folgende Berechnung nur 5 Minuten dauert und nicht 5 Stunden, wählen wir jedoch einen sehr niedrigen Wert. Wir werden feststellen, dass die Accuracy trotzdem recht beachtlich ist. Während der Ausführung können wir den Fortschritt über die Iterationen zählen. Zu Beginn, bei der ersten Iteration, erhalten wir einen Fehlerwert von 14.774. Nachdem die Gewichte 10-mal geupdatet wurden, fällt der Fehler drastisch und zwar auf 10.444. Wir werden sehen, dass über die Iterationen der Fehler immer weiter fällt, wobei es zu einer Konvergenz kommt. Der Grenznutzen einer zusätzlichen Iteration ist meistens abnehmend, wobei es auch zwischendurch immer zu Erkenntnissprüngen kommen kann, je nachdem, wie das Fehlergebirge aussieht. Damit sind wir sowohl bezüglich dem Thema neuronale Netzwerke und mit dieser Playlist insgesamt durch. Es gibt noch viele weitere Machine Learning Methoden und zu jeder in dieser Reihe vorgestellten Machine Learning Methoden gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Ein gutes Lehrbuch, diverse Online-Tutorials oder auch andere YouTube-Kanäle helfen euch sicher weiter. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar
und klicke auf Abonnieren. Bis dahin.